Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und ich weiß es immer noch nicht, was ich in der letzten Episode als Abschluss gesagt habe und was ich hier tatsächlich vorhab. Und ja, ständig Weihnachten hat er anscheinend wirklich kalte, ach, das verspreche. Und ja, es ist wohl tierisch eskaliert. Okay, wo ist dann die Abtreibungsklinik? Ach Gott, wie er noch das Rentier liegt. Der Typ rascht völlig aus und hier ist noch irgendein Mob von Schwangere. Komme ich da überhaupt rein? Alter, lauter Schwangere. Kinder, wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein, bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Alter, wie eklig. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Alter, ist das so ekelhaft. Du schaffst das, Wunder Arsch. Du kriegst das hin. Alter, ist das ranzig. Heilige Scheiße. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Das ist alles so fertig ohne Ende. Okay, zu weit zurückgefurzt. Deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir haben uns wieder am Anfang vom Spiel zurückfurzt. Die retten nicht mal miteinander. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Was für Arschgeiger. Begib dich zum Unplanned Parenthood und dann halte mit Connor auf, hol dich selbst ein. Okay, offenbar bist du in einer alternativen Zeitlinie. Kunstakam unterstützt die aktiven Feedback. Du musst kämpfen, ja, wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden-Hirni. Jetzt komm schon. Okay, also wir sind wieder ganz am Anfang vom Spiel gelandet. Jetzt bin ich mir echt gespannt, Gib wie das jetzt weitergeht. König. Blöder König! Nimm das zurück! Du bist nur sauer, weil es stimmt. Okay. Auf den Weg, Leute! Wir müssen Carmen aufhalten, bevor ihr alles lostritt! Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden! Ja, haut ab, ihr Blödiade! Kein Scheiß, ich bin's, Craig! Fick dich, ich bin Craig! Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei und unserem König. Okay, besiege den König. Na gut. Dann muss es halt sein. Dann machen wir aber trotzdem nochmal Mosquito wieder raus und Mysterion wieder rein. Und statt ihn nehme ich jetzt mal Tupperdose. Der ist recht gut, ach. So, probieren wir's mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. An unserem König kommt ihr nicht vorbei. Oh wow, bei dem Spiel habe ich das letzte Mal gar nicht mitgemacht. Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat super hart gefurzt und ein Loch in die Raum zergerissen. Wow, was Bescheuerteres ist euch nicht eingefallen? Ach Gott. Ja, lasst ihn in Ruhe. Na gut. Du bist dran, Neuer. Wir müssen den König schützen. Dass er nicht mal zu sich selber irgendwas sagt, von wegen, hallo, warum bin ich hier gerade erschienen? Lukas, schau! Lass uns zu deiner Ehre kämpfen! Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Der König, stärkster Krieger, wird mit diesen Spinnern fertig! Besiege den Kriegerkleid. König, okay. König, für den König! Heil dem König! Ich pass mit dir auf! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie. Ui. Das ist schon relativ stark. Stellen wir erstmal einen Geschützturm auf.
und gucken mal, wie das wirkt. Reißt zumindest ein bisschen was vom Schutz runter. Und die positionieren sich nur hier. Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Dann auf die drauf. Frissen und weg. So. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Nee, Plätze tauschen ist auch nicht so gut. Geschützturm brauche ich auch nicht nochmal. Haben wir das hier. Das ist die wirkungsvollste Attacke, würde ich eigentlich sagen. Okay. Nee, das ist jetzt auch nicht so wirkungsvoll. Das und das. Ja, das killt ihn wenigstens. Sehr gut. Anna ist weg. Okay, der macht meinen Geschützturm platt. Los geht's, Neuer! Dann auf ihn. Ich finde auch den Hintergrund unglaublich cool wieder. Das fand ich schon ganz am Anfang von dem Spiel sehr geil gemacht, wie die Schlacht hier wieder aufleben gelost hin. Wie es halt unmittelbar an The Fractured Butthole, The Fractured Butthole, sag ich. Wie es halt unmittelbar an Stick of Truth angeschlossen hat, fand ich halt sehr, sehr cool. Okay, dann attackier dich selbst. Super Mac Upgrade bereit. Okay, das setzen wir ein. Das ist nämlich jetzt ziemlich gut, die Kraft. So. Auf die beide Hansel. Da ist der schon mal platt. Auf Kleid kann ich auch nochmal. Ja, ich würde sagen, auf Kleid ist sinnvoller. Geschockt und Verlangsamung. Auf den Typ auch nochmal. Dann hat auch jeder was davor. Gut. Jetzt wird genagelt, ihr Wichser. Todesschrauber. Sehr gut. Kleid wieder. Wow. Und okay, das sieht soweit ganz gut aus. Das packst du schon. Ja, den können wir jetzt platt machen. Sehr gut. Ritter ist weg. Und wie sieht's jetzt aus? Okay, die anderen zwei Lakaier verpissen sich danach wieder. Ich muss einfach nur den Overtypi fertig machen. Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch an. Das siege den Dieb, Craig. Ich helf dir, Craig! Okay, ich bin dann das dritte Rad. Ich bin dran. Ah ja, da ja! Finger weg von meinem Craig! Hey, der Stab der Wahrheit ist übrigens nur ein blöder Stock. Nimm das zurück! Du bist nur sauer, weil es bin. Gut. Zwei Illusionen. Also nee, Illusion haben wir weg. Ah, es sind alle da! Zweimal sogar! Das sind definitiv zu viele von uns! Ja, dann heilen wir mal ihn. Ich hab genau das Richtige. Das brauche ich auf jeden Fall. Sehr schön. Dann ist wieder so ein Doppelgänger dran. Oh mein Gott, nicht so voll Craig! Durchatmen, Wondertweet. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Okay, dann attackieren wir noch die beiden. Mit der Ultimativkraft. Das ist so fertig. Okay. Noch ein Klon? Ich will jetzt nach Hause. Ist das echt ein ganzes Kostüm, Super Craig? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger Zeit. Okay, der ruft wieder mehr Hansel. Ja, bräuchte ich irgendwas, was Flächeschade noch anrichtet.
Supersensoren spüren Gleichgültigkeit bei Super Craig. Ja, jetzt setzt's was! So, krieg ich die auch noch. Gut, drei Doppelgänger verwischt. Und geschockt. Mach sie glatt! Glatt, was auch immer. Dann könnten wir so wieder. Moment. Ja, so treffen wir beide noch. Ich hab genug von dem Kack. Ja, machen wir sie platt! Gut, wieder einer weg. Ah, die sind schon recht nervtötig hier, die, nervtötend hier, die. Hatte ich nicht vor. Ganze Doppelgänger. Aber ich glaube, ich habe da richtige niedergemacht. Oh, Scheiße. Ja. Gekämpft, Kamerad. Ich werde dich rächen. Okay, dann ist Kyle als nächstes in der Reihe. Herrgott. Mit seiner Elfe. Ja, für den König. Du bist ein starker Gegner, Vergangenes. Ich, aber du wirst fallen. Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Wow, Vergangenheits-Kyle hat so ein cooles Kostüm. Was ist passiert? Hey. Ja, das stimmt aber schon. Den Hochjuden-Elf-Kyle. Langlebe König Saftsack. Aber ich muss auch sagen, sein Lab-Kostüm in Abführungszeichen ist schon erheblich cooler. Und das war wirklich seine Super-Attacke. Im Stick of Truth. Okay. So treffe ich nur ihn. Können wir auch direkt so auf ihn losgehen. Lass noch Blut für uns krankheitserregende Insekten übrig. Alter, mach mal halblang. Vor Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. So. Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Können wir uns bitte auf eine Regel einigen und dabei bleiben? Dann. Los geht's. Kenny? Ja. So kommen wir sehr schnell an ihn dran. So geht's. Das war's dann schon. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann. Dann Paladin Butters. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Ah, jetzt kommen nochmal alle Hauptleute. Knie nieder vor dem König. Besiege den König. Okay, Paladin Butters macht nix. Na gut. Vorwärts, König! Los, Wunderarsch! Puh. Das geht jetzt nochmal auf alle. Noch muss ich nicht alle heilen. Ah, noch sieht das eigentlich recht ordentlich aus. Deswegen gehen wir so nochmal auf den König. Besiegt unseren König nicht. Dann ist wieder der Deep Craig dran. Haben sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ah, ja. Dann sollte man als allererstes loswerden. Der ist richtig nervtötend. Kettendiabetes ist kampfbereit. Craig, Moment. Nee, aber so treffen wir wenigstens den König. Komm. So machen wir das. Ich zerschmettere sie für dich, König. Und er steht zwischen König und Craig. Das ist auch gut. Eieieie. Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell. Naja, eure JRPG-Regeln sind einfach überholt. Gute Ablenkung, weiter so. Gut, noch so ein Doppelgänger. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Dann, so, so. Ja, so einer könnte man schon so fertig machen. Aggressor neutralisiert. Gut. Und wieder so ein Doppelgänger dran. Dann. Oh. Der schützt wieder alle. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark 3. Tja. Machen wir wohl so. Super Tornado aktiv. Aufspüren, auslöschen! Dann. Paladin. Ich bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute, obwohl ich beides kann. Mikroaggression! Warum ist das eine Mikroaggression? Ja. Aber Butters ist jetzt auch wieder mit dabei. Denn sein Zug lösche ich jetzt mal. Gott sei Dank! So. Da kann ich nämlich jetzt alle noch mal heilen. Jetzt können sie es nämlich echt gebrauchen. Also hier mit der Widerlingsgöttin. Alter!
Gut. Jetzt haben wir wieder alle geheilt. Das sieht gut aus. Leg dich nicht mit dem Ketten an. Also die Doppelgänger sollten wir auf jeden Fall als erstes loswerden. Die sind nur nervig. Ich bin dran. Deswegen hau auf Craig. Hey. Dann ist Kyle wieder dran. Hier kommt dein Tod. Gut, du kannst nochmal den fertig machen. Sehr gut. Dann Kleid wieder. Wow. Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Den Doppelgänger machen wir auch noch fertig. Super Tornado, Warnung. Die Freedom Pearls werden siegen. So. Dann ist Butters wieder an der Reihe. Boah. Ich kann es leider nicht verhindern. Aber es tötet uns wenigstens nicht. Das ist unser König. Puh. Ja, schon eine ziemlich harte Nuss. Gut, dann nochmal alle Heiler. Es ist so räudig, dass ausgerechnet das die ultimative Kraft ist, die wirklich am allerbesten von aller heilt. Aber was will man machen? Was will man machen? So, nochmal alle Heiler. Bin ich wie neu geboren. Okay. Dann ist er wieder dran. Hallo. Ich könnte jetzt auch mal schön hier alle verlangsamen. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, halt einfach an dir ab. Standen ja auch perfekt dafür. Ich bin drin. Okay. Er fängt wieder an mit dem Rumgenerven. Das sieht schmerzhaft aus, Neuer. Es ist soweit. Gut, dann auf ihn drauf. Und Gott. Dann Kleid wieder. Gucke, was er macht. Er macht gar nichts. Gut, tauscht mit Plätze mit jemand. Ja, der steht eigentlich so schön in der Zange hier. Nee. Brauch mal lieber Geschütz. So. Und das Tupper-Geschütz attackiert Craig. Sehr schön. Butters wieder, dann eine Königin, dann fängt es wieder von vorne an. Butters, der Gnädige, fühlt sich gar nicht gnädig. Okay. Boah, da kann wieder ordentlich ausdehlen. Gut, das ist der Einzige, was Wunderarsch die ganze Zeit macht. Ist danach wieder die Leute Hochheiler. Was anderes kann ich halt nicht machen. Ich muss ja irgendwie auch dafür sorgen, dass meine Leute die ganze Zeit noch heil bleiben. Und daher muss das sein. Jedi rund. Immer wieder. Oh ja, das hab ich gebraucht. Ja, genau. Das ist genau das, was man braucht. Gut, er ist immer noch verlangsamt. Du bist cool. Der fängt jetzt schon wieder mit A. Scheiße. Okay, das beenden wir jetzt aber. Das sollte nicht nochmal passieren. Dann auf der Paladin drauf. Ah, nee, das zieht nicht so viel ab. Ja, wir könnten es auch so machen. Das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Verlangsamung ist nie schlecht. So. Dann. Der latscht wieder da rum, der macht mal wieder genau das. So. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Arschboy. Okay. Dann auf die. Los. Ja, da schaut ihr, Leute. Sehr gut. Und Craig ist es zumindest auch ausgeschaltet. Der ruft keine weitere Doppelgänger mehr. Der schützt wieder seine Leute.
Ich lasse es jetzt krachen. Und... Der kann jetzt leider an, Mara. Schade. Ich habe echt gedacht, er könnte ein bisschen mehr machen. Blut rennt sich cool. Okay, das Geschütz, das trifft wenigstens noch Keil. Hat was? Ja, hat durchaus was. Dann kommt wieder der Paladin. Und das ist der Washing. Es gibt noch Hämmer in der Zukunft. Ja. Okay, der macht jetzt wieder so einen Großangriff. Oh, irgendeiner geht drauf. Ich glaube, es Geschütz. Dann muss ich dann halt auch wieder Multi-Heilung machen für alle. Zack. Das Geschoss, der Geschützturm ist hinüber. Okay. Wie immer, ihr kennt den Ablauf. Das ist nichts Neues mehr. Und irgendwie hört es auch mal irgendwann auf, lustig zu sein, sondern es ist einfach nur noch immens ranzig. So. Oh, ja, das tut gut. Bäh, wie er sich jedes Mal drüber freht und sich an dem Zeug delektiert. Saft, gib mir Kraft. Igitt. Ich glaube, es wird jetzt echt nur Zeit, Oana mal drauf zu wäschen. Mein König, wir schützen dich. Dann. Sind wieder die Doppelgänger dran, die gar nichts machen können irgendwie. Er fängt wieder mit dem Pfeilhagel-Scheiß an. Okay, so ein Doppelgänger, der irgendwo in der Gegend rumrennt. Und dich kriegen wir auch noch. So, machen wir das so. Machen wir das doch einfach so. Alter, Gott. Du hast echt mal null Angst vorm Tod. Der Tod sollte Angst vor mir haben. Okay. Ich mische jetzt auf. Jetzt könnten wir aber hier wirklich mal den Platz tauschen. Mit jemand. Obwohl, nee, machen wir lieber so. Geht das nicht? Moment. Keil schwebt irgendwo in der Luft. Nee, können wir leider nichts anderes machen. Schade. Dann wieder die letzte zwei. Das Timing hier ist knifflig. Och, es geht mit dem Timing eigentlich. Oh, das mal. Oh, jetzt kommt er mit dem Hammer. Das ganze Team muss überleben, damit das hier klappt. Okay. Dann sollte ich mich nur persönlich heilen. Weil die anderen haben eigentlich relativ wenig eingesteckt. Die sollten die Runde überleben. So. Ah, scheiße gelaufen, Neuer. Ja, schon so ein bisschen. Genau. Ja, ja, wir packen es, den König zu hauen. Immer. Okay. Jetzt kommt das wieder. Kalt. Ah. Kannst du nicht irgendwie mit deinen Fürzen ausweichen oder so? Ja, aber noch sehe ich doch keinen Grund dafür. Und als wieder drauf auf ihn. Weil er kann du auch schon relativ stark nerven. Dazwischen. Und? Oh, er will Kenny ans Leder. Das wissen wir zu verhindern. Sorry wegen des Zugs. Super Mac wird gestartet. Ja, okay, gut. Neutralisiere! Ihn haben wir jetzt auch fertig gemacht. Gut. Ah, der König ist wo ganz anders tief verschwunden. Oh, scheiße. Das macht nix. König hat sich verzischt und kommt noch an uns dran. Macht nichts, kriegen wir alles wieder hier. Und zwar, indem ich mich durch stelle und erstmal wieder die Leute heil. So einfach wird's geregelt. Ja, aber das ist schon ein ziemlich langer Kampf, muss ich auch sagen. Also es ist definitiv keiner, der mal schnell von der Rolle weggeht. Wenn ich jetzt vielleicht Schatupa-Dose wenn anders mitgenommen hätte, wäre das möglicherweise auch schneller gegangen. Aber ich kenne jo leider am Anfang nicht die ganze Kampfdynamik und Kampfmechanik von deiner Gegner. Okay. Ich werde dich besiegen.
Gut, dann mach erstmal so einen Doppelgänger fertig. Ja. Machen wir mal Ender von den Doppelgänger wenigstens fertig. Eine Komplementäroffensive, clever. Gut. Da geht's jetzt nur auf seinen Schutz. Alles okay, Captain Diabetes? Und der andere wurstelt doch irgendwo in der Gegend noch rum. Ah ja, der kann Kenny attackieren. Ich würde Sarah. Nee, so weit kann ich nicht gehen. Dann muss ich wohl auf Butters los. Und drauf. Mysterion, du Tier. Ich trainiere gelegentlich. Jetzt fängt er wieder an mit Schützer. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Und weg mit ihm. Ich nehme an, du bist für Etikette und Arschtreten programmiert. Oh. Dämonenkinder wachsen doch nicht auf Bäumen. Okay. Fängt ihr wieder mit dem Hammer an. Hey, nur ich darf meine Freunde stupsen. Okay. Dann muss das wohl sein. Was für ein Wunderarsch, den König besiegt und sich selbst aus der Geschichte ausradiert. Mach Platz für Diabetes. So, der soll wohl nicht hinterrücks attackieren können. Dann ist wieder so ein Doppelgänger an der Reihe. Zeit für die Topperparty! Mindestens. Gut, dann tauschen wir mal mit ihm den Platz, weil er steckt mehr Ei. Er steckt doch einfach wesentlich mehr Ei. Aber wir können auch ihn unterkühlen. Halte ich eigentlich auch für recht sinnvoll. Der macht nämlich die stärkste Attacke hier. Gott. Dann. Stellen wir dir doch mal so Geschütz in den Weg. Puh, also das ist schon ein ziemlich harter Kampf. Also das steht außer Frage. Er attackiert noch ein bisschen seinen Schutz. Oh, ich probier's. Das staut die wahre Kraft des Diabetes. Nee, so kommen wir nicht hier. Aber Scott kann schon mal versuchen, jemanden zu heilen. Nee, das geht leider nur in dem Umfeld. Schade. Dann heile ich erstmal selbst. Kabau! Genau. Mindestens. Gut, der wascht nur wieder in der Gegend rum. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Und was machen wir jetzt? Haben wir das? So. So allmählich hat der nämlich auch immer weniger. Dann Verwirrer. Verteidigungsverringerung. Das ist auch gut. Auf beide. Der kann wieder mit M-Schlager kaputt schlagen. Gut, dann ist er wieder dran. Ihmchen macht wieder seinen Zug. Und Batch. Burrito zu dir. Ja. Oder halt das räudige Äquivalent zum Burrito. Und zwar das hier. Und Scott ist anscheinend irgendwie der Einzige, der sich ständig drüber freht, dass er nur die Brunzig von der Blume-Bohne-Rank-Göttin da abkriegt. Token guckt doch etwas, ja, er lächelt auch auf jeden Fall. Die Pflicht ruft. Genau. Und deswegen gibt es nur so volle Pfund auf die Fresse, da die Verteidigung auch geringer ist. Wieder der Doppelgänger. Ah, der stellt sich wenigstens auch in den Weg. So geht's manchmal selbst den schnellsten. Clyde? Was macht Clyde? Er schützt. Hier kommt Tupperdose. Mindestens. Dann durchbricht man seinen Schutz. Prügeln Sie ins nächste Jahrhundert. Und Mysterion ist wieder dran. Und er kühlt doch mal hier der Ritter. Hat sich gerade noch jemand in die Hose?
Da ist nämlich viel übrig. Dürfte man eigentlich relativ bald haben. Gut, dann kann ich auch noch wegschnetzeln. Ja, noch einer erledigt. Jo. Dann 1, 2 Diabetes. Da attackiert aber niemand mit. Schade. Okay, dann lasse ich ihn erstmal hier aus Ruhe. Gott, der kann man nichts mehr machen. Führe Gefechtsprotokolle aus. Oh, können wir mit irgendjemandem Platz tauschen? Nee, schade, schade, schade. Nee, geht leider nicht. Okay, Mysterion kann aber hier nochmal ihn verwirren. Eventuell attackiert er ja dann seinen eigenen Paladin. Oder seinen Ritter. Die sind nämlich mehr näher an ihm dran. So. Ah, der ist direkt vorne dran. Er attackiert jetzt zumindest auch seinen eigenen Hansel. Mit dem Meteoritenschwarm wieder. Okay. Gut. Okay. Jetzt bin ich wieder dran. Ja, da stellt sich mal wieder von der Trabe. Damit könnte ich möglicherweise auch den König killen. Mit viel Glück. Na, habe ich viel Glück? Gut gemacht. Ja, steht noch ein bisschen. Aber jetzt, Nimi, das war's dann. Endgültig. So. Hab ich mir die Anstrengung gespart. Gut, der König ist down. Das müsste gewesen sein. Sie haben den König besiegt. Rückzug! Oh, scheiße, yep. Der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh, Scheibenkleister. Elfenrelikt haben wir wieder gefunden. Hunderte Artefakte. Elfe Ohr wahrscheinlich. Und $9.49. Und Stufeaufstieg immer nachgepackt. Ausgezeichnet. Das sieht doch gut aus. Halt! Hier könnt ihr nicht durch! Hm. Das ist Lava! Wir haben keine Zeit für den Scheiß! Oh mein Gott, wie macht er das? Macht ihr Witze? Es gibt doch Regeln! Hm. Jesus, habt ihr das gesehen? Hi Kinder, Eric ist in seinem Zimmer. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt der schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch! Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pearl. Wir sind alle Freedom Pearls. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch. Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Wieso? Zeig uns deine linke Hand! Ach Gott! Hallo, Freedom Pearls. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor. Was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr, nein, Connor! Zurück durch die Zeit. Zeittunnel zu schwach. Nicht schwach, es ist Kohl. Oh Mann, ist das alles so fertig. Ist das alles so durch. Und trotzdem ist es großartig. Ich liebe das Spiel. Okay, jetzt sind wir wieder im Ladebildschirm. Und wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen wir hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Halt hier, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Erfahre deine wahre Hintergrundgeschichte. Okay, und das ist doch perfekt, um hier meinen Cut zu setzen. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und dann erfahren wir die wahre Geschichte. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.